Urdhva Prasarita Ekapadasana ist die einbeinige, gestreckte Stellung nach oben, mit anderen Worten der stehende Spagat mit Bein oben. Ausgangsposition, Stehhaltung. Von hier beuge dich nach vorne in Padasana. Hebe ein Bein hoch, dann ist es Ekapadasana. Und wenn du das Bein wirklich richtig hochhebst, Urdhva, und dabei die Beine so richtig schön spreizt, Prasarita, ist das Urdhva Prasarita Ekapadasana. Du kannst dabei versuchen, den Kopf aufs Schienbein zu bringen und du kannst die Hände entweder am Boden halten oder sogar mindestens eine Hand ans Fußgelenk bringen, dann ist es vom Gleichgewicht her noch etwas schwerer.